hat es mit seinen beiden Linesmen her. Thank you.
herzlich zur Pressekonferenz und grüße Gott. Well, good Abend alle, volles Raum heute. Gibt's was heute, das weiß ich von. Muss ich nur sagen, es muss mein, zu dem gesamten Spiel meine Mannschaft loben. Jeder einzelne Spieler hat wirklich alles gegeben heute. Und wenn nicht jeder Spieler gibt alles, du kannst nicht hier gewinnen. Ich glaube, die letzte Mal, selber Mannschaft hat hier gewonnen, war irgendwo in 98. Ist ein bisschen lange hier. Und es ist sehr schwierig hier zu gewinnen. Peiting ist nicht Tabellenführer ohne Grund. Die haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die kommen mit sehr viel Druck. Und heute, wir haben das Druck überstehen können heute. Die Jungs waren sehr diszipliniert. Ja, mein Trainer, zuerst mal auch guten Abend. Mein Trainerkollege hat schon gesagt, wenn nicht alle hundertprozentig spielen, die ganze Mannschaft, dann ist es schwer zu gewinnen. Bei uns war das heute so, es waren nicht alle Spieler hundertprozentig bereit, gegen einen guten Gegner zu spielen. Haben wahrscheinlich das Spiel von Freiburg noch im Kopf gehabt, wo wir sehr, sehr gut gespielt haben, wo dann im letzten Drittel eigentlich alles von alleine gelaufen ist. Und ich habe die Mannschaft gewarnt, habe ganz klar gesagt, der Gegner ist ein anderes Kaliber. Und wir haben ein schweres Spiel vor kurzem erst ins Selb gehabt, sie hätten es wissen müssen. Aber wie gesagt, nicht jeder Spieler hat sich das zu Herzen genommen. Und wenn man nicht als Mannschaft dann insgesamt einen geraden Weg geht, dann kann man gegen so eine gute Mannschaft wie heute selbst nicht bestehen. Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest.